hello and welcome to rc birds and happy easter to you all out there last year i tested the range of my cr1 unimog this year i have some other exx for you first i like to give you some inspiration for a flexible outside off-road car the idea comes from the australian channel gave it a go rc i put the links in the description of this video second because my german viewers are increasing i do them a little favor because of the holidays and this video is bilingual. Third, from Tuesday until Thursday I show you a live stream of the start of the build of my Scrapyard Crawler Course Module. Hallo und willkommen zu den rc und frohe Ostern und dicke Eier! Letztes Jahr habe ich die Reichweite meines CR-01 Unimox getestet. Dieses Jahr habe ich einige andere Ostereier für euch. Erstens möchte ich einen kleinen Gedankenanstoß geben für einen Außen-Offroad-Kurs, der zudem noch flexibel ist. Die Idee hierzu stammt vom australischen Kanal Gave It To Go Die Links findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Zweitens, da meine deutschen Zuschauer auch immer mehr werden und wir die Feiertage haben, wird dieses Video in zwei Sprachen veröffentlicht. Drittens, von Dienstag bis einschließlich Donnerstagabend gibt es einen Livestream zum Baubeginn des Schrottplatzmoduls meines Scroller-Courses. give It To Go Aussie is playing to build an off-road course. And he asks his viewers if they have some ideas. so the course won't be get boring all the time and instead of writing novels into his comments i want to share my thoughts with all of you the easiest way is changing the running direction and you have two tracks Ta -da! the second method are different cars but this costs a lot and before i get to some really good ideas the third method is the weather dry dusty wet frozen or snow But weather is unreliable or maybe you don't get the conditions you want. Like I'm always begging for snow every year. And for sure you can change the driver's stand. But this is depending on the obstacles which might take the view to the car. So I leave this out. Gave it a go, as he hat eine Aufruhrstrecke geplant und seine Zuschauer gefragt, ob sie nicht ein paar Ideen haben, damit das Ganze nicht zu langweilig wird über die Zeit. Und bevor ich den Kommentarbereich mit äh, meinen Roman zukleistere, habe ich mir gedacht, ich teile meine Gedanken mit äh, euch allen. Der einfachste Weg, damit ein Kurs nicht langweilig wird, ist es einfach äh, die Fahrtrichtung zu ändern. Da da. Die zweite Methode sind unterschiedliche Autos, aber das kostet natürlich auch. Und bevor ich zu den richtig äh, guten Ideen komme, die dritte Möglichkeit ist das Wetter. Trocken, staubig, nass, gefroren oder Schnee. Aber Wetter ist sowas von unzuverlässig. Und äh, manchmal kann es auch passieren, dass man nicht die Bedingungen bekommt, die man möchte. So wie ich auch jedes Jahr hier in Münster auf den Schnee warte, der da nie kommen wird. Und natürlich könnte man da auch als eine weitere Option noch den Standort des Fahrers verändern. Aber das hängt total von den äh, Hindernissen ab, die ihr auf der Strecke habt. Und unter Umständen kann es sein, dass ihr nicht das Auto seht. Darum lasse ich diesen Punkt erstmal außen vor. My idea of creating an outside track, which is flexible without days of earth moving, begins with the evolution of driving. If you get your first car and are not a member of a RC club with their own course, the first thing is you drive in circles. If it gets boring, you drive eight. Most of the time at high speed and steering left and right. Okay, so let's take the eight at two straights. You can also set lines and get a cool screen Which has many possibilities. I know it's all depending on the space you have. And some of you might have an L-shaped area or some other kind of area, but my idea can be adjusted. You'll see, I don't put any scale on my sketch. Meine Idee, einen Offroad Track draußen zu bauen, fängt mit der Evolution des Fahrens an. Wenn ihr überlegt, als ihr euer erstes RC-Auto gekriegt habt und vielleicht nicht ein Mitglied eines RC-Clubs wart, der einen Einkurs hatte, das erste Mal, was ihr macht, ist in Kreisen fahren. Wenn es langweilig wird, fahrt ihr achten. Die meiste Zeit äh, in höchster Geschwindigkeit und links und rechts steuernd. Also nehmen wir die 8, ergänzen 2 Graden. Und ihr könnt natürlich auch noch zusätzliche Linien setzen und kriegt damit ein richtig tolles Schema mit sehr vielen Möglichkeiten. Ich weiß, das hängt alles davon ab, äh, was ihr an Fläche zur Verfügung stehen habt. Und vielleicht haben einige von euch äh, einen Bereich, der L geformt ist. Aber meine Idee kann ja auch angepasst werden. Ihr seht, ich äh, überhaupt kein Maßstab hier an diese Zeichnung dran. But let's stay on the 8.0 figure. Now the next thing is to define where the driver's stand should be. Remember, you want to see your car. A little side note, this is why I'm not a fan of bridges. You have to drive the car for a short period of time without seeing it. And if you are lucky, you'll do a Duke of Hazard jump. If not, you're crash against the bridge. But let's get back and say the drivers here. Now you can divide the course into fixed and loose parts. The fixed parts stay as I will build it, to the loose parts I come later. For the fixed parts, let's say the line in front is for high speed runs. The further line away gets bumps and jumps. And on the left curve, it might be a bank curve. Here you really have to make up your mind. Later changes will take a lot of time and work. Aber bleiben wir doch mal einfach bei der 8.0er Figur. Als nächstes solltet ihr definieren, wo der Fahrer stehen soll. Bitte denkt daran, ihr wollt das Auto sehen. Kleine Notiz am Rande, darum bin ich auch kein Fan von Brücken. Das Auto wird einen kurzen Zeitraum nicht gesehen werden. Wenn du Glück hast, dann springst du über die Seite der Brücke hinweg, wie in amerikanischen Filmen. Wenn nicht, krachst du in den Brückenkopf rein. Aber wir gehen einfach zurück und sagen einfach mal, der Fahrer steht hier. Nun kann der Kurs in fixierte und offene Teile unterteilt werden. Die fixierten Teile bleiben so, wie wir sie gebaut haben. Zu den anderen komme ich später. Für die fixierten Teile lassen uns einfach mal sagen: Hier vorne, das wird die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Der obere Bereich wird mit Buckeln und Sprüngen ausgestattet. Hier am linken Rand, da würde ich eine Steilkurve einbauen. Aber egal, was ihr macht, ihr müsst euch wirklich vorher die Gedanken machen, denn die Änderung an den fixierten Teilen. Sind nachher sehr, sehr aufwendig und kosten euch Zeit und Arbeit. The rest stays untouched for your imagination. You can block areas with cones or wooden plates. You can put in some mobile jumps or just drive only the half of your layout. It's all up to you and easy to make. I'm not talking about the surface. No matter if you like dust, grass or mats, if you like to build. in a gravel area which for sure belongs to the fixed areas just build a static layout put some fixed areas into it and leave the rest flexible then you should have uh, over the years a lot of fun with the course at your will i hope this video wasn't too theoretical and i an excuse for my handwriting i thank you for watching please like comment and share this video And I really appreciate if you subscribe to my channel. See you soon on AssyBirds. Die restlichen Bereiche bleiben unberührt für eure Vorstellungskraft. Ihr könnt bestimmte Bereiche mit Hütchen oder Häuslatten absperren, ihr könnt äh, mobile Hindernisse wie Sprünge einbauen oder einfach nur die Hälfte von eurem Layout abfahren. Es liegt einfach an euch und es ist einfach zu machen. Ich spreche jetzt hierbei nicht über die Fahrbahnbelege, egal ob ihr jetzt auf Lehm, Gras oder auf Matten fahren wollt. Und selbst wenn ihr gerne einen Bereich mit Kies einbauen wollt, was sicherlich zu den fixierten Bereichen gehört, macht doch einfach einen statischen Kurs, baut bestimmte Bereiche ein, die fixiert sind, wo nichts dran geändert wird und lasst den Rest einfach flexibel. Dann solltet ihr über die Jahre haufenweise Spaß mit dem Merkurs haben, den ihr immer wieder nach euren eigenen Wünschen gestalten könnt. Ich hoffe, dieses Video war nicht zu theoretisch und ich entschuldige mich für meine schlechte Handschrift. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Seid bitte so lieb, lasst ein Like da, schreibt einen kleinen Kommentar und teilt dieses Video fleißig. Und ich freue mich wirklich darüber, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Wir sehen uns bald bei den RC Birds.